Schön, dass Sie diesen Gottesdienst mitfeiern. Wir tun dies im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott ruft uns. Er ruft uns auf seinen Weg. Er ruft uns auf zu Vertrauen und Hoffnung, dass wir Gottes Ruf hören, uns mit ihm auf den Weg machen und so für andere zum Segen werden. Das wünsche ich uns allen. Lasst uns beten. Gott, vor dich kommen wir mit dem, was uns bewegt, mit unseren Erlebnissen der vergangenen Tage, mit unserer Freude und unserem Dank, aber auch mit dem, was uns belastet und beunruhigt. In der Stille vertrauen wir dir unsere Gedanken an. Ewiger Gott, du rufst uns in deinen Dienst und vollbringst durch uns dein Werk auf Erden. Wir bitten dich, öffne uns Ohren und Herz, dass wir auf deinen Ruf hören und dem nachfolgen, den du gesandt hast. Jesus Christus, unserem Herrn und Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung für diesen Gottesdienst finden wir im ersten Buch Mose im 12. Kapitel. Der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Auf Gottes Wort antworten wir mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht im Lukas-Evangelium im 5. Kapitel. Wir hören die Verse 1 bis 11.
Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Soweit die Worte aus dem Lukasevangelium. Liebe Gemeinde, da hat einer einen großen Fang gemacht. Ja, den Fang seines Lebens. Einen Fang, mit dem er nicht rechnen konnte. Berstende Netze und volle Boote. Dabei beginnt alles so normal. Alltag am See Genezareth eben. Die Sonne ist aufgegangen, Fischer säubern und flicken ihre Netze. Jesus, ein Rabbi aus Nazareth, predigt. Die Zuhörer drängen sich um ihn und Jesus bittet Simon, ihn etwas vom Ufer wegzufahren. Und Simon tut Jesus diesen Gefallen, denn Zeit hat er übrig. Simon hat es nicht eilig, nach Hause zu kommen. Und deshalb stellt er Jesus sein Fischerboot als Kanzel zur Verfügung. Und so predigt Jesus vom Boot aus zu der Menge am Ufer des Sees. Jesus lehrt das Volk noch eine Weile, dann hört er auf zu reden. Die Menschen verstreuen sich. Vielleicht kommen sie wieder. Vielleicht erzählen sie Verwandten und Freunden von ihm. Vielleicht auch nicht. Doch dann passiert das Ungewöhnliche. Jesus sagt nicht: Kehrt um zum Ufer zurück, sondern er spricht zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Was für eine verrückte Idee! Auf so einen Gedanken kann auch nur ein Wanderprediger kommen. Jedes Kind am See könnte Jesus sagen, dass die Zeit zum Fischen die Nacht ist und garantiert nicht der helle Tag. Das weiß doch jeder, der ein bisschen Ahnung hat. Aber nein, Jesus mischt sich einfach so in Simons Leben und sein Geschäft ein. Und das nicht einmal freundlich mit einer Empfehlung oder einem Ratschlag, sondern mit einem klaren Befehl. Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Wie soll Simon auf diesen Befehl reagieren? In ihm steigt Unbehagen auf. Wenn er dem nachkommt, wird er sich lächerlich machen. Jeder, der etwas Ahnung hat, weiß schließlich, dass am Tag vom See nichts zu holen ist. Mit Fingern werden sie auf ihn zeigen. Freunde und Kollegen werden ihn verspotten, sodass er sich nirgends mehr blicken lassen kann. Denn so etwas spricht sich am See schnell herum. Kurz, Simon steht in der Gefahr, sich unmöglich zu machen. Auf der anderen Seite, was hat er schon zu verlieren? Die ganze Nacht haben er und seine Gefährten geschuftet, doch vergeblich. Sie hatten alles gegeben, hart gearbeitet, aber das reichte nicht. Die Netze waren in dieser Nacht leer geblieben. Alle Mühe und Arbeit war umsonst.
vergebliche Mühe und Verzweiflung. Das kennen viele Menschen nur zu gut. Was hat Lisa nicht alles gelernt für ihre Prüfungen? Theorien rauf und runter. Und nun dieses bittere Ergebnis. Nicht bestanden. Ein ganzes Jahr in den Sand gesetzt. Und da ist Sabine. Sie hat sich doch so angestrengt, zu ihren Nachbarn ein gutes Verhältnis aufzubauen. Hat ihnen geholfen, wo sie nur konnte. Und nun dieser schlimme Streit. Und was hat Thomas ja ein Jahr aus nicht alles getan, um seinen Betrieb durch alle Höhen und Tiefen zu führen? Und nun diese mächtige und vernichtende Konkurrenz. Aus, Schluss, vorbei. Alles umsonst. All diese Menschen haben sich wie Simon abgeplagt und doch nichts erreicht. Alles scheint umsonst gewesen zu sein. Was tun in einer solchen Situation? Schauen wir doch einmal, was Simon gemacht hat. Er erhält von Jesus die klare Aufforderung, erneut auf den See hinauszufahren und die Netze auszuwerfen. Doch bevor Simon überhaupt auf diese verrückt anmutende Aufforderung eingeht, spricht er seinen Frust aus. Er klagt Jesus sein Leid. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch dann erfolgt eine erstaunliche Wende in seiner Klage. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Wie lässt sich dieser plötzliche Sinneswandel verstehen? Interpretationsmöglichkeit Nummer 1. Simon packt den Mut der Verzweiflung. Er hat nichts zu verlieren. Dann fährt er halt nochmal mit diesem Wanderprediger auf den See hinaus. Und so sagt Simon, gut, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Auf dein Risiko. Du trägst die Verantwortung dafür. Wenn du recht hast, dann stehen wir beide gut da. Aber wenn wir scheitern, dann fällt das auf dich zurück. Oder Interpretationsmöglichkeit Nummer 2, bei der Simon wesentlich besser wegkommt. Denn nach dieser Interpretationsmöglichkeit vertraut Simon in diesem Augenblick einfach dem Wort Jesu und damit ihm selbst. Sein Vertrauen in Jesu Wort und Person sind größer als all seine Bedenken. Simon denkt: Auf dein Wort werde ich die Netze ins Wasser hinunterlassen. Mitten am Tag, in der heißen Mittagssonne, wo bekanntermaßen kein Fisch auch nur Anstalten macht, ins Netz zu gehen. Auch auf die Gefahr hin, mich vollkommen lächerlich zu machen. Ich werde entgegen all meiner bisherigen Erfahrungen auf den See hinausfahren und die Netze auswerfen. Denn ich vertraue dir. Liebe Gemeinde, 2 Interpretationsmöglichkeiten. Doch ganz gleich, was Simon nun veranlasst hat, die Netze noch einmal auszuwerfen. Sei es der Mut der Verzweiflung oder das hoffnungsvolle Vertrauen. Das Ergebnis ist überwältigend. Simon fängt zusammen mit seinen Gefährten so viele Fische, dass ihre Netze reißen und die Boote beinahe sinken. Ein Fang, der sich gewaschen hat. Und dann fällt Simon Jesus zu Füßen und spricht: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das muss man sich erst einmal vorstellen. Da hat einer einen großen Fang gemacht. Ja, den Fang seines Lebens. Und was tut er? Tanzt er vor Freude? Läuft er ins Dorf und erzählt den anderen von seinem großen Fang? Nein. Simon erschrickt. Er fällt Jesus zu Füßen und schickt ihn weg. Denn Simon bekommt Angst. Er hat erkannt, wer da zu ihm an Bord gekommen ist, wer da begonnen hat, den Kurs seines Lebens zu bestimmen. Er erkennt in Jesus den Herrn selbst. Aus Furcht wirft er sich nieder, weil kein Mensch Gott sehen kann, ohne zu sterben. Eine tief verankerte Vorstellung, die zum Beispiel auch bei der Berufung des Mose oder des Propheten Jesaja eine wichtige Rolle spielt.
Alle erkennen sie, dass es zwischen dem göttlichen Herrn und dem sündigen Menschen keine Gemeinschaft geben kann. Aber die Furcht vor Gott und das Gefühl eigener Nichtigkeit bilden nicht das Ziel der Offenbarung. Denn Gott oder seine Engel antworten auf den Schrecken der Menschen stets mit der Aufforderung: Fürchtet euch nicht. Und so ist das auch bei Simon. Jesus beruft ihn mit den Worten: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Er setzt Simon in eine neue Lebensaufgabe ein. Dabei verwendet Jesus ein Bild, das den bisherigen Beruf zum Ausgangspunkt nimmt. Ein Fischer weiß, wo die besten Fanggründe sind, wann er hinausfahren muss, wie das Netz auszuwerfen ist. Ein Fischer kennt die Tücken und Gefahren seiner Arbeit. Erfolg und Misserfolg liegen oft nah beieinander. Und dieses Wissen soll Simon nun für seine neue Aufgabe nutzen, die letztlich seine alte ist. Er soll fischen gehen, nur nicht mehr auf dem See Genezareth. Er soll stattdessen wie Jesus selbst zu den Menschen gehen, sich auf ihr Leben einlassen und sie für das Evangelium und damit für das Reich Gottes gewinnen. Er soll das Netz der Liebe Gottes auswerfen, Menschen an Land ziehen, mit ihnen zu neuen Ufern aufbrechen oder ihnen festen Boden unter den Füßen geben, wo ihnen das Leben zu entgleiten droht. Liebe Gemeinde, erinnern wir uns noch einmal für einen Moment an Lisa, die ihre Prüfungen nicht bestanden hat, an Sabine, die mit ihren Nachbarn im Streit liegt, und an Thomas, der mit Bankrott und Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat. Was Menschen wie die drei brauchen, sind Netze, die sie halten und in denen sie sich gehalten wissen. Sie brauchen Menschen, die sich ihre Klage anhören, aber auch am Netz des Vertrauens weiterknüpfen. Sie brauchen Menschen, die ihnen Mut machen und Hoffnung geben, sodass sie voll Gottvertrauen sagen können: Auf dein Wort, Herr, will ich es nochmal versuchen. Ich gebe nicht auf. Ich rechne fest mit dir und deiner Hilfe, auch wenn mich die Erfahrung eines anderen belehren will. Ich vertraue dir. Auf dein Wort, Herr, will ich es nochmal versuchen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast Abraham berufen, um deinen Namen in der Welt groß zu machen. Und du hast einfache Fischer zu Zeugen der Botschaft Jesu gemacht. Lass auch uns dein Heil für alle Menschen verkünden. Gib, dass wir auf dich hören, deinem Wort vertrauen und unverzagt den Weg gehen, den du uns führst. Herr unser Gott, dir ist das Leid der Schwachen und Kranken nicht verborgen. Wir bitten dich für unsere Kranken und für alle, die Not leiden. Mach sie gewiss, dass du bei ihnen bist. Gib ihnen Kraft und Geduld, das Schwere zu tragen. Und stärke Glauben und Vertrauen, wenn Zweifel und Unglaube sich breit machen wollen. Herr unser Gott, wir bitten dich für jene unter uns, die oft enttäuscht worden sind und darüber bitter wurden. Lass sie wieder Mut und Hoffnung fassen. Schenke uns einen Glauben, der dir alles Gute zutraut. Und bewahre uns vor Mutlosigkeit, wenn unser Mühen nur wenig Erfolg zeigt. Und alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, bringen wir im gemeinsamen Vater unser vor dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun in diesen Tag und die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.